Bullseye. Da muss ich halt los, ne? Ich hätte gerne einen langfristigen Vertrag, aber verhandeln möchte ich nicht. Tja, dann such dir mal einen, der den langfristigen Vertrag anbietet, Digga. So, Aufbaugegner, bitte. Ja, 1-1 zur Halbzeit bei einem Aufbaugegner. Das ist super. 2-1, ja, ja. Ach, wir haben ein Spiel gewonnen. Freundschaftsspiele können wir gewinnen, das können wir, ne? 3 Tore, aber irgendwie gibt es nur 2 Torschützen. Olesen und Olenik. Wir hatten das dritte dann gemacht. Olenik. Eigentor. Wurde mir nicht angezeigt. Marin. Ach, weil der Spieler spielt war, oder was? Unterschlagen wir das einfach. Tischer Dreh, neue Erfahrungsstufe. Ist jetzt eine hoch? Wenn ja, warum? Ich freue mich darüber, wenn er dann bleiben will. Okay, jetzt haben wir das erste Mal mehr als 2 Vereine, die erste Runde Pokal ausgeschieden sind, das in der Liga, glaube ich. Ich glaube, das ist die schlechteste Saison. Wir hatten tatsächlich immer nur 2, 1, davor 2, einmal gar keiner tatsächlich. Ich glaube 4 bis in den letzten Jahren mit ziemlich Abstand das schlechteste Ergebnis. Türkic, nee. Chuchu, nee. Was ist denn Chuchu wert, Digga? 490.000? Not bad. Da bist du gar nicht so gut, ne? Ich meine, klar, ist er ein gutes Spiel für uns, aber. Also, ist. Ja, ich will mich nicht beschweren, ne? Aber erstmal wollen wir natürlich, dass die Leute bleiben. Weil. Ja, ist halt der Zwiespalt, wie gesagt, ne? Wir wollen hoch in die dritte. Dazu brauchen wir gute Spieler. Aber wir können die halt nur langfristig halten, wenn wir hoch in die dritte gehen. Das heißt, wenn wir das nicht zügig schaffen mit den Spielern, die wir haben, dann kommen wir halt in eine Situation, in der wir wahrscheinlich das hier wieder ein bisschen aufbauen müssen, um überhaupt mal dahin zu kommen, dass wir eine Mannschaft haben, die fähig wäre, in die dritte Liga aufzusteigen. Das ist ein bisschen tricky. Goller fällt aus, gestauchter Zeh, gut, das sollte nicht so lang dauern. Okay, 2 Tage anscheinend, sehr schön. Entschuldigung, der Herr. Was machen Sie? Haben Sie einen Platz gebucht? Können wir Ihre Eintrittskarte sehen? Nee? Okay. Oha, Kassotag ist 3,6 Meter. Das ist auch bitter, wenn wir dauernd Angebote bekommen, ist, glaube ich, das Problem, dass die dann auch mad werden, wenn wir sie dauerhaft ablehnen. Also sagen, ey, hier, ich hätte gerne in der ersten dänischen Liga gespielt, aber du hast mir das verkackt. Du Asi. Und das mag dann sein, ja, aber... Das war ja nur zum Vorteil des Vereins, ne? Digga, ich möchte. Kann ich vielleicht einfach die Anforderungen dementsprechend hochstellen? Der ist unverkäuflich. Der ist nicht unverkäuflich anscheinend. Habe ich schon wieder zu viele Spiele auf unverkäuflich? Anscheinend. Nee. Ich möchte nicht verkaufen. De Chatrier. Moral wird besser. Das Smetmir. Kasotakis. Der alte Rieche. So, Olesen, der Captain. The rest of Allah. Ives. Also wir könnten schon Geld machen, so ist nicht, ne? Das Ding ist, vielleicht sollten wir das auch. Ich weiß es nicht. Wir sollten es nicht tun, wenn wir nicht einen halbwegs guten Backup haben. Das Ding ist, mit Deschatrier könnten wir es zumindest vielleicht machen. Brauchen wir aber nicht, weil so viel ist nicht wert. Feldmann wiederum oder Türkic wäre eine Option, weil wir den anderen haben. Aber auch die sind nicht so viel wert. Wir bräuchten halt einen richtig guten Backup für Metu, für einen Kasotakis. Haben wir vielleicht mit Olesen, aber halt kein hinter Olesen mehr. Krisewatsch macht sich nicht schlecht, aber auch nicht so mega gut. Da kommt vielleicht irgendwann mal ein Richter hin oder so. Maybe. Oder ein Sapinen, wenn der sich vielleicht endlich mal zusammenreißt und auch entwickelt wie ein Neuner und nicht wie ein fucking Fünfsteiner-Talent oder so.
So, Ansbach. Sind auch 14. Da sind auch schlecht reingestartet. Vermute ich, aber auch haben nicht die ganze Mannschaft. Ja. Also wir haben eine gut bessere Mannschaft. 716er Mannschaftsstärke. Sollte also machbar sein, ne? Türgic spielt mal wieder. Und war mein Mentor, Daniel Ewald. So. Hast du da gesagt, gut trainiert? Aaron Heiler gut trainiert. Chuchu natürlich. Fängt also wieder langsam an, sich die Spreu vom Weizen zu trennen, sage ich mal. Denn, ja, wie jede Saison, trennen sich da die Spieler, die grundsätzlich gut trainieren, von denen, die es halt nicht tun. Letztendlich sind es halt immer die gleichen, ne? So. Na, gucken wir mal, ob wir gegen Aspar vielleicht endlich mal 3 Punkte holen können. 46 Punkte Vorsprung in der Mannschaftsstärke. Also sollte man denken, ja. 1-0. So muss das. Madara oder mal Olenik? Olenik. Erstes Tor der Saison. Wird ja wohl mal Zeit. 2-0 oder 1-1? 2-0, Kasotakis. Direkten Freischuss. So, ein drittes vor der Halbzeit. Oh, schade. Schade. Aber läuft ja gar nicht so schlecht bisher. Bringen wir mal Eriksen. Weiß ich halt nicht. Ich dachte, wir haben damit ein gutes Backup mit ihm, ne? Aber. Das ist halt wieder riskant, ne? Das ist wieder riskant. Ich weiß nicht, warum ich es tue, aber ich tue es trotzdem. Klassiker. Es schließt gleich wieder 2-1, dann wird das Ding wieder knapp. Warum? Weil ich der Meinung war, ein Torwart zu wechseln. Danke, danke, Kasotakis. Mal mit dem dritten Vorlage Kasotakis. Also wenn jemand gefragt, warum man vielleicht nicht in der Halbzeit den unglücklichen Keeper einwechseln sollte. Darum, ne? Rosenheim. Mannschaft der Woche bestimmt nicht der Keeper bei. 1-1-3, letzte Saison hat man 2-1-2, also ein bisschen besser drin gestartet. Aber weiß ja nicht, dass das am Ende genauso schlechter sein wird, wie es jetzt am Anfang schlechter ist. Ich glaube, das hat irgendwie Sinn gemacht. Mehr oder weniger. So am. Ja, machen wir noch 20. Gabriel Zappa von Frankfurt zu Inter. Dass der überhaupt bei Frankfurt war. Wo kam denn der her? Der kam doch aus Italien, oder? Cagliari. War auch schon mal bei Inter. War auch schon mal bei Inter. Der ist zu Pescara ausgeliehen und dann zu Cagliari verkauft. Für 3-3. Ja, zum Sinn für 44 wiedergeholt. Das ist ja fast so gut wie Barcelona mit Xavi. Aber nur fast. Aber nur fast. Ansonsten. Ja. Einiges an Geld. Aber nur so mäßig große Namen. Viel für Clubweltmeisterschaft? Mal gucken, ob wir das erste Mal teilnehmen werden. Ob wir es irgendwann mal schaffen. Die Schatträge kommt zu spät zum Training. Digga, gehst du mir auf den Piss? Warum bist du so? Sei doch einfach normal. Nee. Ich mache lieber Stress. Hast du Tag für 2 Wochen aus? Das ist nicht schön. Also gar nicht schön. Da geht es halt schon wieder los. Ne? Da geht schon wieder los mit den Verletzungen. Aber ist ja zum Glück nur der beste Spieler der Liga.
Macht ja nichts. Leistenbruch, jawohl. Ja. Kostet ja nichts, wa? Oh. Anthony Caceres. Saban Kaptan. Das hat ein cooler Name, aber nö. So, in der A, was machen wir? Machen wir Fünfer? Ja, Robin Schulze. Ich dachte, er macht Musik. Scheint jetzt Fußball zu spielen. Okay. Das hat sich gar nicht so krass, aber gut. Vielleicht sollte er bei der Musik bleiben, wa? Aber es ist ein Achter, der kann sich noch entwickeln. Huch. Nope, 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 nope. Mitchell Batz. Was ist ein Stürmer? Macht er mal Batz, wenn er ein Tor schießt? Na, egal. 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 Lieber nicht, du. Lieber nicht. So, gucken wir mal, ob wir da noch ein paar Mentoren verteilen können. Dominic May. Können wir vielleicht nochmal einen Vertrag anbieten. Katzak ist verletzungsanfällig. Damit kommst du nach Hause. Wie sieht es denn eigentlich mit Robin Schulz aus? Was hat denn der so? Bestimmt leicht für die Krone, oder? Diva, Temperament und Teamplayer. Jawohl, das klingt nach Robin Schulz. Vertragsverhandlungen. Es wird jetzt 32.000. Also langsam wird es bodenlos, ne? 20. Mehr gibt es nicht. Spielgespräch machen wir gleich vom Spiel gegen Rosenheim. Mokoko, zweitbester Spieler der Liga ist. Timber immer noch gut dabei. Sakarian, 2 minus 2 bekommen bei der WM, EM, weiß ich nicht mehr. Aber hält sich da gut, ne? Scheint ein guter Pickup gewesen zu sein für Dortmund. So, Rosenheim, gute Saison. Aber wir haben die bessere Mannschaft. Ich glaube auch ohne Kasodakis. Kirsch ist verletzt. Treiber. Wieso sollten wir auch ein Ersatz zentrales Mittelfeld brauchen, ne? Wieso auch? Wieso auch? Richter, wir brauchen dich nochmal kurz für 2 Wochen der ersten. Ist das schon wieder Belasto? Du hast auf jeden Fall bestimmt gut trainiert. Ich war zwar nicht bei einem von euren Trainings, aber, ne? Bestimmt. Einfach die frustrierten Leute loben, solange bis sie vergessen haben, dass sie frustriert sind. Das versuchen wir jetzt mit Eriksen. When I come around. Huch. Hilft natürlich nicht, wenn man sich verklickt. Okay, wir haben gesagt, Aaron Hall kriegt eine Pause. Dann müssen wir den mal vielleicht mal kurz runternehmen. Nicht, dass er dann auch noch verwirrt ist, weil er dann keine Pause bekommt. Huch. So. Komm mal, Leute. 2 Siege in Folge. Wir müssen jetzt wieder Siegeserie aufbauen, ja? Ja. So müssen wir vielleicht ein Tor schießen. Ach Mann, was soll denn das schon wieder? Pfosten. Ja, das sind die Elf hier. Pfosten. Also, wenn wir jetzt noch was holen wollen, dann müssen wir vielleicht jetzt langsam mal, ne? Wenn wir jetzt absichtlich Spannung gemacht haben. Ja. Nee. Ja. Das wird schon wieder so eine Saison, wa? Hier, du. Nee. Einfach Luft anhalten und nichts sagen. Bis der Vorstand. Sonst muss ich irgendwann eskalieren. Reha-Maßnahmen.
gut und so. Reha-Maßnahmen, very good, very evil. Die B spielt unentschieden gegen Rot-Weiß Oberhausen. Super. Super. Oha. Leverkusen legt mal 77 Bio auf den Tisch für Love Day Ward. Okay. Das ist mal ein Name. Heißt aber Love Day. Okay. Denier zu Leicester. Firpo. Da gibt es noch Spiele, die ich kenne, Digga. Zu Valencia. Valenciaga. Dominik May akzeptiert Vertragsangebot. Yes. Was haben wir jetzt angeboten? 20, glaube ich, ne? Ich glaube 20.000. Ist theoretisch wahrscheinlich gut genug, um ihn jetzt in die erste zu stellen, aber wir haben halt immer noch keinen DM. Wir hätten natürlich einfach mal nach einem OM gucken können. Ja gut, jetzt ist es auch wieder zu spät, ne? Jetzt ist es auch wieder zu spät. Vielleicht nächste Saison. Wenn wir nächste Saison ein bisschen früher dran denken. Angebot für Rabatz? Ne. Abfahrt. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Bitte. Angebot von Juju abgelehnt. Sehr schön, Eriksen. Oh, jetzt macht der Stunk. Ah, Mädels. Warum? Warum tut ihr das? Freiberg, wieder besseres Team, ne? Also wir haben so ziemlich bei allen Spielen das bessere Team. Aber wir müssen das auch mal nutzen. Das ist so das große Problem, das wir haben. And sell you out. So, der ist neu, oder? Ja, das ist schwierig. Nee. André fragt. Nee. Hier, tschüss. Abfahrt. Odero. Ist der auch neu? Trainiert. Okay, und tschüss. Sag mal. Der Lucky Soffen oder was? Florian Niesen. Gesundheit. Winkin Njund. Oliver Kette. Hätte Oliver Kahn gehießen, ne? Dann hätte ich gesagt. Komm, der geht sowieso noch nach oben. Aber tut er nicht. So. Wir hatten die erstmal. Sag mal. Sehr schön. Ja, die Moral ist schlecht. Das habe ich schon mitbekommen. Das steht da jetzt seit Wochen. So gut. Ich bin sauer, du hast gut trainiert. Oh, danke. Danke, Trainer. Zack, 5 Moralpunkte hoch. Also nicht, dass das jetzt das Problem fixt, aber close enough, wa? Ah, bekommt nur 3. Schade. Schade. Wir hören schon, wenn Kasotakis oder so mal Captain Potenzial wäre. So, wir sind wieder die stärkere Mannschaft. Diesmal nicht so viel. Nur 7 Punkte. Ah. Ah, Mano. FM, warum bist du so? Warum bist du so? Glanzparade, natürlich. Natürlich. Come on. Das ist ganz schön Belastung, ne? Also war das aber ordentlich Belastung. 7 Spiele, nur ein Sieg, 4 Punkte. Digga, wir. Ich wäre gern hier oben.
Wir haben die Mannschaft, die. Oh. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also wirklich, du verpiss dich einfach. Eichstätt. Guck mal. Ernährungsumstellung. Dann mach doch kein. Hä? Digga. So, Navarro. Luka Ilic. Zu Alkmaar. Bayern holt Matthias Ginter für 7,3 Millionen. Das ist aber ein bisschen spät, ne? Also so ein Ginter-Transfer zu Bayern, ja, sehr, sehr möglich, aber also, weiß nicht, ob 2027 vielleicht ein bisschen spät ist dafür. Den hätte man vielleicht ein bisschen vorher erwartet. Aber gut, ne? Sollen sie machen. Sollen sie machen, die Bayern. Wuhu! Oh, Eichstätt und Marsweiler, jawohl. Marsweiler wird Aufbaugegner. So, jetzt werden wir. Okay, nee, ich mach mal langsam. Ich will nicht, dass jetzt irgendwie in so ein weirdes Angebot kommt, ne? Aber dann wieder einen Spieler für billig abgeben und ja, ihr wisst schon, wie es abläuft. Letzten 24 Stunden sind einfach bodenlos. Einen alten, guten Elfer haben wir selber, dankeschön. Hashtag Lippert. Komm mal schneller. Das dauert nicht so lang. Einfach kein Angebot, bitte. Danke. Oleg Danchenko. Karstorp zu Feyenoord. Da kam der doch her vor Lazio, oder? Kommt der nicht aus Feyenoord? Ja. Feyenoord, AS Rom, Feyenoord. Ach nee, der ist wieder zu AS Rom zurück. Nee, der wechselt zu Feyenoord. Hä? Warte, was? Geht er zu Feyenoord oder geht er zu... Was? Ah nee, der geht jetzt wieder zu Feyenoord. Feyenoord, Rom, Feyenoord, Rom, Feyenoord. Okay. Okay, also, wenn ich jetzt raten müsste, welches deine zwei Lieblingsvereine sind, ne? Ja. Javi ist wertvollster Spieler. Danilo, Reyna. Das sind nur zwei Zehner. Wo sind die anderen Zehner? Ugarte, De Paula und Digga, wer bist du denn? Schola, fair play. Wo ist denn der andere Zehner? Wer ist denn noch? Gibt doch noch einen, oder? Javi, Danilo? Ugarte, De Paula? Schauen können, es gibt noch einen. Müssen wir gleich mal gucken. Ob der so wenig wert ist, oder? Ah, der andere ist Guendouzi, der ist vereinslos. Haha. Da ist der andere. Guendouzi, ja. Yep. Stimmt. Der hatte seinen Vertrag nicht verlängert. Und jetzt einfach den Mbappe macht, dann, ja. Muss ich halt auch los. So, Eichstätt, come on. Come on, Leute. Ja, nee, das wird nichts mit. Wenn ich die Mannschaftsstärke schon sehe, ne? Wir schaffen es nicht, wenn wir eine höhere. Ja. Oh, Mann. Oh. Haben wir eine. Dann machen wir wieder die letzten 10 Spiele oder so, hauen wir wieder rein, dass wir dann irgendwie auf einem hohen Platz sind und dann, das heißt, ja, ihr wart gar nicht so gut, wie euer Tabellenplatz aussagt. Ja, entschuldige, dass wir scheiße waren. I'm trying, but it's not that easy. Digga, du bist ein Hm.
wir hätten ja theoretisch das Geld zu sagen, hey, komm, lass uns einen guten Spieler kaufen, aber die wollen halt nicht. Und das Gehalt ist halt das Problem, ne? Das Gehalt. Ah, perfekt, Kasudak ist zum Freundschaftsspiel gegen Marsweiler, ist er wieder fit. Ja, wollo. So muss das. Auf den ist halt Verlass. Ohne es möchte Spielmacher sein, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Irgendein junger Spieler beendet seine Karriere. Okay. Ja. Ja, beruhig du dich erstmal. Tschut, Digga. Bist du verletzungsanfällig oder so? Sag mal. Hast du ein. Letzte Saison einfach. War der Schädelbruch? Ich glaube, der war der Schädelbruch. Okay, zwei Sachen. Einmal hier, So. Dann Salteran wieder hoch. Erstmal dauerhaft. So. Dann. Du bist doch Spielmacher. Sag mal. Wir machen mal Flankenposition weiter hinten, weil in der Hoffnung, ich denke jetzt, dass wir dann, wenn die Elips und vielleicht nicht so weit vorgehen, bis zu Flanken. Das. Was habe ich hier gesagt? Dass sie nicht so weit vor müssen. Ne? Wollen wir mal hier ein bisschen weiter hinten. So. Abfahrt. Hey, yo. Ja, ein Freundschaftsspiel funktioniert hat, wa? Aber auf dem 2-0 gegen Marsweiler, das ist auch schon eigentlich gefühlt eine Niederlage. Nur 2-0 gegen Marsweiler. So, Stuttgart 2. Angebot für Olesen. Nein. Total unterbezahlt. Was kriegst du denn, Kleiner? 12. Naja, so wenig ist das auch nicht, ne? Jetzt ist der aber auch noch kritisch. Oh, unglücklich. Ich krieg echt zu viel. Ich krieg echt zu viel. Wenn jetzt wieder sagen, ja, wenn sie dauernd eine Krise zu machen, dann bringt das auch nichts, dann flippe ich aus. Dann flippe ich einfach nur aus. Brobby geht zu Ajax, nachdem er irgendwie 127 Millionen Tore für Gladbach gemacht hat. 61 Buden und 64 Spielen, also und 20 Mio Gewinn, also guter Deal für Gladbach, definitiv. Ob sie natürlich irgendwie setzen können, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Guck mal, Leute. Oh, Kasutakis spielt für Griechenland. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Herzlichen Glückwunsch. Könnt ihm vielleicht tatsächlich sagen. Muss nämlich sein erstes Länderspiel gewesen sein. Some scream, aim and fire. Nee. Nee. Ach Mann.
Somebody help me. Somebody come get her. She's dancing like a... Sapien ist wieder fit. Das ist ja schön. Das ist ja super. So. Huch. Mal ausmisten können nach Marsweiler spielen. Ich glaube, haben wir letzte Woche quasi gar nicht gemacht. Frank von Terzi. Christian Heim. Ja, genau da gehst du hin, Digga. Genau da gehst du hin. Nach Heim, Digga. So, Robin Schulze möchte einen neuen Mentor. Das kriegen wir hin. Der ist verletzungsanfällig. Heimann geht auch nach Heimann. Okay, ich höre schon auf. Ich höre schon auf. Entschuldigung. Aber. Wie heißt der? Christoph. Christoph wie? Christoph Khalil Mohammed. Mohammed. Out of nowhere. Jan Herr. Herr Herr. Mhm. Super Namen wieder die Woche gehabt. Der ist okay. Verletzungsresistent. Ja, wahrscheinlich ist Tuchel auch verletzungsresistent wieder. Schon das zweite Mal Langzeit verletzt. Einfach machen hier so. Pam. Erste Länderspiel, herzlichen Glückwunsch. Jawollo. Some scream, aim and fire. Ja, Chucho hat sehr gut trainiert. Es war verletzt, aber hast gut trainiert. Bis auf die Verletzung hast du es gut gemacht. Come on, die haben 606er Mannschaftsstärke, ne? Also reichst du mal am Riemen jetzt. Türkic, let's go. Danke. Madara. Yes, de Chatrier. So, wir schießen uns jetzt ein gegen Stuttgart und das nehmen wir dann mit in das nächste Spiel und dann, jetzt eskaliert das, ne? Snowballing nennt man sowas. Komm, viertes geht noch. Wenn, natürlich, Gegentor. Gegen Stuttgart 2. Oder hat einfach nur 3 Hands. Okay, okay, okay. Aber nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nächstes Spiel, älter, jawohl. Du willst mal einschießen. Einschießen und dann BAM gegen den ersten. Das ist nur der dritte natürlich, aber. Ja. Kirsch ist angeschlagen, das ist schade. Das ist sehr schade. Ah, TuS Ottawa. Wieso sind die alle. Wait. Sterling! Raheem the Dream. Sterling. Uncle Roger. Raheem Wilfried Saha. Saha and Sterling. Are you for real? Making rice in a pan. Songs. Schleimbeutelentzündung.
Rahm bittet um Leihgeschäft. Digga, du musst spielen hier. Nee. Alter. Das könnte für deine Entwicklung sehr positiv sein, wenn du jetzt einfach nur erstmal gut spielst. Nee. Was heißt das? Ich flippe hier aus. Ich flippe aus, Leute. Starte gerade den ersten, weißt du? Und dann sagte so, oh, ich glaube, für die Entwicklung wäre das ganz gut, wenn du mir ausleihen könntest. Sag mal, wie viel besser als Starter in der ersten Mannschaft willst du denn haben? Weißt du, du startest bei Gladbach direkt durch, oder was? Ihr macht mich alle kaputt, Leute. Ihr macht mich alle kaputt. War sehr schön. Joao Paulo. Andy Bunyaku. Ah, erinnere mich an Good Old Albert. Good old Albert Bunyaku. Of silence. I kill you. Boom, boom, boom. Oh, Teamplayer, let's go. Teamplayer einfach, weiß nicht, der kann einfach alles. RMR, LM. RV, OML, LV, ja. Welche Position möchten Sie spielen? Ja. You remind me. This is how. You remind me. Come on, Leute. Ein Upset vielleicht zu Hause. 1-0, aber langsam, ne? Wir wissen, wie das ausgeht. Olay Nick. Ich meine, der frustriert ist. Ha! 2-0, bam! Kommt ein drittes. Also wenn wir gleich noch ein drittes schießen, bevor die eins schießen, dann glaube ich langsam dann, dass wir das Spiel gewinnen könnten. Wenn nicht, dann nicht, ne? Wenn du sechst, dann nicht. 3-0. Come on. Madara, Vorlage, Türkgücü. Come on. Drei eins. Schwierig. Gelb-Rot. Sehr schön. Verletzt gar nicht schön, aber ist nur eine Platzwunde in Anführungszeichen. Könnte bis zum nächsten Spiel wieder fit sein. Aber wir haben gegen Eltersdorf gewonnen, Leute. Wir haben gegen Eltersdorf gewonnen. Yes. Damit gehen wir auf die 14. Oh Gott, ist das ein langer Weg nach oben. Viktoria als nächstes. Die sind auf der 16. Also, da müssen wir aber jetzt, wa? Da müssen wir aber jetzt. No, wird für einen Tag ausfallen. Das ist alles easy. Aber eine Woche bis zum nächsten Spiel. Kastotakis ist wieder fit. Yeah, no. Longstaff zu Hertha. Ehemals Southampton, glaube ich. Wird einfach wieder mit Anforderung untere Tabellenhälfte, unteres Mittelfeld. Aber gut, der Vorstand wollte ja Mittelfeld. Schon wenn wir eins runtergegangen wären, wäre halt die, was kann ich, die Zufriedenheit, glaube ich, deutlich runter. So, Eriksen fällt aus Viruserkrankung, das ist schade, aber kein Weltuntergang. Solange sich
Kolbe nicht ansteckt, natürlich. Wenn jetzt der Virus natürlich wieder durch die komplette Mannschaft durchgeht, wird das ein bisschen schwierig. Jetzt wird sich hier oder hier nochmal einer infizieren, damit es sich auch lohnt, ne? Wenn es nur noch Möckel angeschlagen. Wer auch immer sonst so angeschlagen war, ist es nicht mehr. Das ist schon mal gut. Yeah, no, no. Lippert hat sich wahrscheinlich angesteckt, oder? Ja, war ja klar. Das war ja klar. Wie gesagt, dass sich da kurz vorher noch einer infiltraten wird. Philipp Abi. Robin von Elmendorf. Oh. Bium, 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 bium. It starts with Alexander Hack, Kevin Kunz. Ach, Stefan Weisenbrunner. Ich frage mich, wo der herkommt. It's so unreal. Watch your time go right out the window. Wanna try it so hard. Immer noch 14 Leute frustriert. Uff. Also schon ein bisschen grenzwertig gerade, ne? Aber jetzt kommt Victoria. Victoria wo auch immer. Aschaffenburg? Aschaffenburg. Schaffen wir. No pun intended. Come on. Frühes 1-0 wäre gut gewesen. Glanzparade. Come on, Leute. Weiter Druck machen. Ja, nochmal. Nee. Druck machen, Leute. Nein. Druck. Nein. Druck machen. Ja. Come on. Wir müssen gelbe. Oh, Mann. Jetzt. Oh. Wieso denn immer die Rechtsverteidiger, Digga? Hat's da irgendwas auf der Position? Come on. Wenigstens gewinnen dann. Ich gebe es bald auf, ne? Glanzparade. Ist das zum Kotzen, Digga? Ran, 2 Wochen, super. Brauchen sowieso keinen Rechtsverteidiger. Marderer, 9 Wochen, super! Das macht Laune. Ja, genau. Und der, der beste Stürmer in der zweiten, am besten auch nur direkt Muskelfaser ist mit. Ja. Super. Und der, ja, Virus, ja. Hm. Fühle ich. Fühle ich aber ganz schön doll. Schade, infiziert. Ja, das ist super. Ja, Kurzeinsätze. Kannst du das nämlich gleich spielen, Digga. Someday I will buy. Unterhaching. Unterhaching. Rapperts in the. Das ist ja cool. Das ist ja echt nett von euch, Digga. Und Stürmer der Beste ist 55. Und ein LV der Beste ist 44. Ein LV kriegen wir hin. Stürmer kriegen wir nicht hin.
So, was könnten wir gebrauchen? Einen Ersatzverteidiger oder einen Ersatzstürmer? Dann nehmen wir einen Ersatzverteidiger. Das ist ja saugeil. Einen Tag können wir noch. Haben noch Zeit, dass ich noch einen infizieren kann. Hey, ist das die Krempe infiziert? Christian Gahl. Haben Sie das Fun vergessen? Fanchal. Der Name ist mir definitiv zu complicated. Carlos Rivera. Und Chimo. Was denn Chimo für Chimo? Chimo? Häusler? Ich weiß ja nicht, du. So, mit den beiden rede ich tatsächlich einfach mal nicht, weil ich hoffe, dass wir die über dieses Spiel hinaus nicht benötigen werden. Nicht, dass sie irgendwie nicht gut sind oder so, ne? Aber. Ja, genau. Ich würde jetzt zu Mader sagen, in dieser Situation brauche ich die Leute, die Ärmel hochkrempeln, nicht Schönwetterfußballer, während er verletzt ist. Und sich den Mittelfuß gebrochen hat, ja. Ich glaube, das wird seine Moral in die Decke heben. Durch die Decke. Wieso denn in die Decke? Tuchel, wie immer, gut trainiert während seiner Verletzung. Super letztes Spiel, Aaron. Damit Abfahrt. Come on, Leute. Come on. Macht uns nicht unglücklich. Ach Mann. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. It's not Linux. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grabbings in every line. Oh, 2-0 Olesen. 2-1, Entschuldigung. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Sehr nice. Olesen und Linux drehen das Ding vorerst. Oh, Latte für Louis Richardson. Let's fucking go. 3-1, 89. Olenik, das war's. Wir haben gegen Unterhaching gewonnen. Fuck yes, bitches. Aber auf die 13. Schweinfurt. Sind auf 17. Schaffen wir. Bamberg fällt aus. Olenik. Reyes ist frustriert. Was willst du tun? Chiemgau. Blups, Traunstein oder wie auch immer. Ach, das ist ein Freundschaftsspiel, ne? Ja, ist wieder Länderspielpause, deswegen. Naja, dann kann ja der Virus mal sich verpissen, ne? Keiner infiziert, Lippert ist wieder fit schon mal, das ist schon mal gut. Gut, das ist mal. Ich kann hier scrollen, das ist schlecht. Runterscrollen in der verletzten Liste ist immer schlecht. So, jetzt hier Aufbaugegner. Gegen Schweinfurt den Schwung mitnehmen. Weil die sind machbar, denke ich. Und dann gucken wir mal, was dann kommt. Vielleicht noch ein, zwei Gegner, wo wir Schwung mitnehmen und dann überfahren wir alles, was uns in den Weg fährt. Läuft. Das wäre zumindest in der Theorie ganz cool so, ne? Wäre ich mit d'accord. O'Connor. Eine Mio. Nee. Nee. Ich bin echt, also, weiß nicht. Ganz ehrlich, ich bin absolut am Hadern, was, also, wenn, je nachdem, wie die Saison ausgeht, ich, boah, weiß ich nicht, Digga, ne?
Weiß ich nicht. Gefühlt gibt es dann drei Möglichkeiten. Entweder sagen wir, wir ziehen das weiter so durch, wie wir es tun und hoffen, dass es sich bessert. Aber bisher klappt das nicht. Oder wir öffnen das Handtuch. Oder wir versuchen ein Reset und sagen, wir verkaufen alles, was wert ist und versuchen das Ding in der Breite einfach nicht von vorne, aber mehr oder weniger von vorne aufzubauen. Mit dann halt einem deutlich höheren Budget, ne? Also wenn wir alles verkaufen, dann gehe ich davon aus, gehen wir in die zweistelligen Millionenbereiche. Aber zu sagen, weißt du was, wir bauen das Ding neu auf. Nehmen das Geld vielleicht einfach ein bisschen die Infrastruktur aufzubessern oder sowas. Oder weiß ich nicht, wo wir dann mit dem Geld am besten hingehen. Wir haben wieder nicht nach einem Kooperationsdings geguckt, ne? Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit tatsächlich. Ich mach mal die Gespräche, dann gucke ich mal. Wahrscheinlich können wir das jetzt schon wieder nicht mehr, ne? Wahrscheinlich geht das jetzt schon wieder nicht mehr. Silence. Ist gut, dass die ganzen Leute, die da unendlich frustriert sind, trotzdem noch irgendwie, ne? Vielleicht einen guten Drittligaverein oder so, Heidenheim. Österreich, maybe? Was ist denn Österreich? 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 Wo seid ihr denn? Österreich. Rapid. Wir haben einfach keine zweite. Das ist super. Einfach keine zweite. Okay. Das Ding ist, jetzt haben wir 2 Mio, um ein Spiel auszutesten. Das funktioniert halt nicht, ne? Funktioniert einfach nicht.
feel all his power. So, Freundschaftsspiel. Bam, bam, bam. Jawohl, bam, bam. Weiter, weiter, bam. Bam, batz, bam, bam. Come on. 3-0 innerhalb der ersten 20 Minuten oder so und dann kein Tor mehr. Ah, Leute. Leute. Schweinfurt müssen wir jetzt an die Wand spielen. Wir müssen jetzt Form aufbauen. Ein ganz klares Ding. Die Form muss her. You will feel all this power. Meto mit einer 4,5. Guck mal, magst du aufs Sofa? Super. 13. Spieltag, wir stehen einfach auf der, auf der 13. Ha! Und am Freitag sind wir. Nee, Samstag den 16. ist das Spiel. Naja, fast. Okay, 670, ich glaube, wir sollten wieder ein bisschen hochgehen. Ja, 702 immerhin. Ich mache tatsächlich trotzdem Golla spielen. Damit er auf seine Einsätze kommt. Ne? Schulterbruch von Aydemir. Eieiei. Leute. Ich meine, der ist nur aus der zweiten, aber trotzdem. Das steckt wieder an. Trust me. Dann denkt sich wieder einer, wow, geilen Schulterbruch hätte ich auch gern. Das Schulterbruch, da sehe ich mich da mal mit. Und rennt irgendwie gegen eine Stahlbetonwand oder so. Einfach Safe Call. So, bevor wir ins Spiel gehen. Kurze Pipi-Pause. Ich mache mir Müsli. Das heißt, ich mache dann gleich die Cam wieder aus. Dann machen wir die Gespräche und dann bin ich nebenher kurz das Müsli am Schlürfen, ne? Dann hast du Bescheid, ich bin gleich wieder da.